Weiter geht es mit meinem Wizard, mit dem Hexer in Riders of Icarus. Ich muss immer ganz genau überlegen, was ich sage. Ansonsten darf ich mir nachher anhören. Your armor is your life. Genau. Meine Armor ist meine Lifeline, sagt die hier, nicht live. Jetzt muss ich hier craften. Dürfte live dabei sein. Und zwar brauche ich 1, 2 Crude Neutralisierungs Agent Cheap Dial Cheap Elektrode blablabla. Kann sich hier echt tot kaufen mit den Rezepten, das ist echt krank. Take a look around. Ja, ich drehe mich wieder im Kreis, nur für dich, mein Freund. Achso, ich darf jetzt nichts craften, weil sonst die Quest nicht mehr gilt. Wo ist es denn? Was soll ich machen? Ammo? Eine Robe. Benötigt. Your armor is your life. Bolt? Siva-Kit. Bolt. 2, 3. Ihr könnt das auch offen haben, da könnt ihr immer so nachgucken. Und könnt gleichzeitig einkaufen. Robe. Siva-Kit. Wo ist es denn? Basic? Ne, Cruise. Siva-Kit. So. Dann müsst ihr das aber schließen. Müsst dann wieder hier dran gehen, weil sonst ist das, wenn ihr wegrennt mit dem Fenster, ist es zwar noch offen, aber dann ist es geschlossen. Also, nicht mehr aktiv. Ihr seid ja nicht mehr an dem Gerät. Ihr müsst wirklich vor dem Gerät stehen, was hier auch wieder absolut genial gerendert ist. Ich müsste echt mal in so eine Fernsehshow. Lieber Seenwolf, Sie haben doch Ahnung von Spielen, Sie zocken doch den ganzen Tag. Was halten Sie denn von den Games? Da würde ich so abrotzen, ey, wie sagen Leute, ey. Bringt 3 Jahre später Sachen, die vor 5 Jahren gemacht worden sind. Die Sachen sind hier im Endeffekt 8 Jahre alt. Das hier ist richtig altes DirectX 9 Zeug im Endeffekt. Okay, ja doch, eigentlich schon, guckt mal an. Also ich kann hier die ganzen Pixel und so sehen. Das ist schon, also, weiß nicht. Das Jahr zwar DirectX 11 als Plattform drin, aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Das ist, du kannst mit einem schönen DirectX keine Effekte reinzaubern, die einfach nicht schön gemacht sind. Das ist eben das, ja. Das ist, keine Ahnung. Gibt viele Kleinigkeiten, womit man ein Spiel verschönern kann. Wäre zum Beispiel ganz einfach Patsch mit sowas hier. Quatsch. Hallo? Ach, da hinten bist du. Why don't you try making your own weapons? Ja, so wie jetzt mal Gildensymbol bei uns. Also nicht unseres, aber grundsätzlich die ganzen Gildensymbole gibt irgendwie nur 10 Stück oder was? 8, 16, 22, ich glaube es sind 16, ich glaube 4 sind doppelt oder so, ja, ich glaube 16 Gildensymbole gibt es, oder 18, 20, ist ja auch egal, und man kann kein eigenes hochladen, das ist, also, das ist schon echt schade. Crude Reducing Agent, okay. Also kaufe ich das einfach nochmal. Und ich kaufe mal das. I have all the materials you need. Ja, lass mich vorbei. Ich muss schnell machen. Ja. Obtain Copper Stuff. Crude Wood. Laber echt? Ja, toll. Hätte ich mir das Zeug ersparen können. Why don't you try making your own weapons? Ich baller jetzt einfach mal ein paar rein. Die paar Cent da, die ich hier ausgebe. Was ja? Crude Wood. Ach,
Scheiß drauf. I have all the materials you need. Ja, 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 komm hier, craft mal all. Ich muss das sowieso alles mastern. Und daher passt das schon. Ich chill mich mal hier hin in der Zeit, wo der macht. Immer sehr schön mit anzusehen. Alles 100%, nichts failed. Mit Glück sogar doppelt so viel. Ich weiß auch nicht. Was ich aber jetzt mal testen könnte, wäre... Nee, nicht das da. Wäre dieses hier. Use Double. Weil dann macht der Triumphant hoch. Ja. Nichts gebracht. Hahaha. Stuff. Hä? Achso, wegen Use Double. Ich wollte gerade sagen, ey, Jung! Riech mich nicht auf! So, dann hätten wir die beiden Quests auch wieder. Wie ihr merkt, bin ich jetzt auch schon wieder seit 15 Minuten hier in der Stadt am Rumdödeln. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Für Quests, die nichts an XP geben. Also 10.000. Ja. Hier werden Duelle gemacht, wo sich keiner wehrt. Einfach nur mal, um sie gemacht zu haben, damit man die Punkte dafür bekommt. Ist auch eine sehr nette Bereicherung. Ach, können wir direkt hinschlurfen, sag ich mal. Jetzt sag ich auch schon jedes Mal, sag ich mal. Ich habe mich darüber so aufgeregt, dass die Leute ständig sagen, sag ich mal. Ich sag ich mal, weil ich sag ich mal sage. Jetzt sage ich es mittlerweile auch. Das ist so schlimm. Das ist genauso wie die Begründung und alles. Diese Aussage und alles ist auch sehr vielversprechend. Ach, hier muss ich rein. Hey, was war das denn, ey? Back mich hier doch gleich raus, Mensch. Ja, wieder so eine 5000 Punkte Quest hier, wieder irgendwas mit zu machen. Hangover. Nee, was? Leave me! Leave me! Was? Ach, ich muss von hinten durch, von hinten raus, wieder zurück. Das ist auch so behindert, ja. Musst du hier? Eine von denen hier. Dishes and delectable delicacies here. Cornflower, Blue. Ich würde, wenn du mir ins Gesicht fliegst, ne? Oder so eine Fliege angeschissen. Don't shop with those other guys. You'll get a ticket. Welcome to my shop. Hä? See you again. Gilililili. Nee, das stimmt nicht. Na komm, aber aufs Mount. Hä? Achso, die hat eine Quest. Welcome to my shop. Nee, die hat nichts mit See you Quest. Again. Aber Delicious die... Dishes and delectable delicacies here. Da. Das war das Ding, was so scheiße teuer war, Mensch. Ich wusste es. Don't shop with those other guys. So behindert echt, anstatt dass er selbst rausgeht und da Dinge kauft. Ja, ja. Das ist aber auch, glaube ich, die einzige Quest, wo man so 50 Silberdingen benutzt. Ja, 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 ja. Alles wird gut, mein Freund. Ich glaube, ich sollte auch mal öfter betrunken spielen, um das hier alles ertragen zu können.
Ja, jetzt komme ich hier wieder nicht rein, weil das ist dieses... Hallo! Oh, ey. Ich habe den Eindruck, das wird schlimmer mit diesen Delays hier. Wo ist es? Wo ist es? Ach ja, muss ich rein, ne? Oh, ich will wieder einen Trecker fahren. Nein. This seal rightfully belongs to my father. Also muss ich sie rausbringen? Boot. Ob die in der Ecke stehen? Wie immer. Wäre ja nicht das erste Mal. Ja. Das ist zum Beispiel so eine One-Hit-Sache. Haut dir drei Sätze an den Kopf und greift dich da an. Blöde Kuh. Ja, kommst halt hier überhaupt nicht voran, ne, mit den Quests. Das ist dann, du rennst für echt für 5000 XP, rennst du hier 5 Minuten im Kreis. In der Zeit hättest du auch eine Gruppe Monster kloppen können mit dem Level. Die Bienen mit 16, 17 gaben schon 1000 pro Gruppe. Da hättest du dich auch genauso gut dahin stellen können. Hier wieder 6600. Next one, please. Ja. Auch dieses ewige überall durch, erstmal 10 Minuten in die Luft. Aber danach geht es richtig rund. Und wenn man dann erstmal 21 ist, sieht man ja, ne? Dann geht es dann gleich weiter. Hier kann man ein schönes Gildenfoto machen. Wie hier alle drauf sitzen. Ich habe schon gesagt, der Kopf vom Drachen, der ist wirklich mickrig dafür, dass der Drache so groß ist. Der könnte gut nochmal ein Fünftel größer sein. Hört sich an, ne? Ja, hätte auch sagen können, ruhig nochmal 10 Kubik größer sein können. Hätte man genauso gut verstanden. Also von den Proportionen ist, fehlt ein bisschen was. So. Er sieht halt sehr dürr und stachelig aus, als wäre er abgemagert am Kopf. So, ich glaube, das ist dann das letzte Ziel zum Hinwatscheln. Also grundsätzlich ist man nach 3 Tagen a 5 Stunden durch. Okay, grundsätzlich ist eine gute Sache. Halt dich nur an die Main-Quest, nicht an die Nebenquest, also halt blaue Quest, Nebenquest, aber keine, nicht die Dailies alle mitmachen. Gibt ja zum Teil Dailies, die gehen 99 Mal am Tag oder so. Ich weiß gar nicht, was das ist. Die wiederholbaren Quests. Zack. Ach ja, jetzt muss ich ja nochmal rein, okay. Was haben wir hier? Giftpfeil und... Vulnerability oder wie auch immer. Macht den Gegner weak. Training Yard. Ach, die Scheiße. Dum, 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 dum. Ja, da bin ich auch ziemlich gut verreckt. Selbst mit dem Tank bin ich hier gut verreckt. Ja, gespannt, ey. Ja, ist auch sehr nice. Ja, heilen wir mal eben. Ja, das ist hier keine Ahnung, eine Invasion.
Hier, Invasion von General Russell, open the gates for the Kaibini Brotherhood. Ja, und den Penner soll ich jetzt eins aufs Maul hauen, das ist der hier. General Russell, you were sworn to protect Harkonnis, but I find you conspiring with the Kabim Brotherhood. Did you really think the Arcanum wouldn't uncover your treachery? Die sieht gut aus, ne? Ron Frayn is a coward. Und er hat keine Augen. Macht die Glückschau. He's a useless old man hiding behind his army. Harkonnis will not survive with him in his head. My blade will free us from his incompetence! Das ist einer der besten Cutscenes, finde ich. Ja, jetzt gibt es ein Problem, die Magier sind so scheiße stark. Sieht man ja, also ich werde hier echt übelst beschissen von ihm. Ich habe keine Chance. Das ist so krass, ey. Ja, das ist also, das ist die Magier, diese Spellweaver hier, die kloppen einen so dermaßen aufs Maul, das ist, ich weiß auch nicht. Ich hab's letztes Mal dann auch probiert, so zu machen. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich hier die, ich glaube, dass da, die kommt immer wieder, ne? Ja. Die bleiben stehen, also die helfen mir nicht. Ich muss hier oben wirklich erst die Spellweaver platt kriegen. Weiß ich ja, das ist also vom Damage Output, was die hier raushauen. Ja, diese Konstellation mit allen zusammen. Also echt keine Chance, das ist keine Ahnung, ob das irgendjemand mal gemacht hat so. Ja, zum Glück hält er das hier vorne aus. Dieser komische Soldat da. Ja. Wie ist nochmal, ob ich ihn... Ja. Ja, also anders hätte ich es jetzt auch nicht, ich kenne es nicht anders mit einmal sterben, ich kenne es nur mit versuchen, alles draufkloppen und dann verkackse, stellt sich wieder hin, klopft nochmal drauf, also klatsch. Deswegen, also ich wüsste jetzt nicht, dass man das ohne zu sterben schaffen könnte. Vielleicht, ja doch, natürlich, vielleicht, mit Sicherheit. 20er Zeug ausrüsten. Bisschen mehr Lebenspunkte. Bisschen mehr Crit Damage. Aber ich kenn's nicht anders, weil einfach die Masse an Gegnern, die am Anfang da sind, die alle gleich auf dich drauf gehen, ist nicht tankbar. Also auch nicht für einen Tank. Das ist, da kriegt die, da wird die gar nicht los. Weil so viel kann er sich gar nicht heilen, dass der da alles wegknallt. Und man hat es ja auch gesehen, selbst mit dieser fetten AOE-Bombe hier, die so viel Damage macht, hat es nicht geklappt. So, ja, ich habe das Königreich gerettet. Kommt der Weihnachtsmann. Rise, young warrior.
You have shown us that a hero can rise from even the most humble of beginnings. Leaders of Hakanas, join me in praising this protector of our great kingdom. Ja, jetzt bin ich ein toller Held. Wenn man mal seine Zähne beachtet, ist das echt schon gruselig. Auch das gibt hier wieder 5000 XP. Also auch, sieht man ja, das ist also die Leiste steigt hier nicht wirklich für dieses, für den Zeitaufwand. Also man kann jetzt davon ausgehen, dass jetzt gerade die Einführung ins Spiel beendet ist. Also wir sind jetzt der Beschützer des Königreichs und werden jetzt entsandt, verschiedene Bereiche von den bösen Mächten zu befreien. Haben alles soweit gelernt, was wir brauchen. Haben halt unseren Drachen. Haben unsere ganzen Main-Skills und ja. So würde ich das zumindest betrachten. Haben ja auch jetzt die ersten Talent-Dinger hier eingeflößt, dass hier der Ember-Bomber stärker ist. Cinderfuck. Die Namen sind schon witzig. Wo muss er jetzt hin? Jetzt müssen wir nämlich da runter und ist gar nicht da. Ich glaube, da unten bin ich nicht gestorben. Aber hallo? Ich komme nicht durch. Wieso komme ich denn da nicht durch? Oh nee. Okay, dann fliege ich halt einen großen Bogen. Ich habe gedacht, ich fliege da einfach drüber, ey. Okay, ich hätte auch unten herfliegen können. Also, trotz dass man so einen Drachen hat, kann man nicht wirklich alles kaputt fliegen. Ja, hier oben gibt es noch eine Plattform, das ist dann dieser Transportwal, der uns zu einem neuen Kontinent bringt, später, ganz später irgendwie. Ja, Kladitsch. Und hier unten müssen wir raus, dann gleich links. Oh, Alter. Also ja, das Spiel besteht wirklich nur aus den Spielern. Also es ist ja kaum eigenständige Leute. Also das ist ja auch ein Hof, eine Burg ohne Angestellte. Ja, und Drache passt überall durch. Ja. Also man müsste echt hier jemanden, der witzig, lustig, Bock dazu hat, hier wirklich hier überall mal ein paar Leute hinstellen. Also es steht überall mal ein Einzelner. Hallo, danke. Rena was been here. Wo muss sie sein? Kann man einfach dran vorbeischleichen. Ich weiß gar nicht, ob die was Tolles droppen. Ja, Gargoyle, hier die Krieger sind auch schon schick. Ich glaube der... Ja. Na komm, lass kämpfen. Da merkt man jetzt zum Beispiel auch hier, ist der Schaden gegenüber von den Feuervögeln was ganz anderes. Das ist hier wieder... Ist wieder nichts Dramatisches mehr. Der Story-Modus selber ist schwächer als
die Welt drumherum. Das heißt, man kommt durch die Story so durch. Haupt-XP gibt es ja hier zum Beispiel jetzt immer 318 XP. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach 5 Monster zusammenziehe, 1500, kann ich mir in 10 Gruppen questmäßig alles zusammen XP-nieren. So, weiter geht's. Rina, what are you doing? Return the orb. The king will pardon you. You humans are so gullible. And utterly useless. The orb is the source of my power. And now that it's back in my hands, I don't need you. Du Schlampe, du! Ja, die denn, Alter? Your souls will feed the fires of my lord forever. Ja. So, unser Auftrag ist jetzt, die kleine Bitch hier zu erledigen. Das Dumme ist aber, habt ihr es gerade gesehen, dass während der Cutscene wurde ich von den Monstern hier angegriffen. Die auch jetzt schon wieder auftauchen. Alter, gibt's das denn, ey? Drei, zwei, eins. Oh, leck mich fett, Alter. So, ich hau dir jetzt hier mal den ganzen Scheiß rein, den ich hier habe. Krittel, fuck! Was kritten, du Sau? Also jedes Mal ganz knapp, ne? Jedes Mal ist eine Sekunde, bis ich sterbe. Das ist krass. Ja, das war's, du hässliches Miststück, ey. Das ist echt, ist also wirklich, wirklich sehr knapp. Also das ist, die ganzen Sachen, die zielverfolgend sind, und du kannst einfach da nichts machen. Du kannst ja, du hältst es einfach nicht aus, ja. Ja, hätte es auch ohne Mount nicht hier. Okay, ich hätte das Pad noch rufen können, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Damage gemacht. Vielleicht einen Crit rausgehauen, wäre ich vielleicht eher fertig gewesen. Aber so von der Gesamtkonstellation ist es doch schon sehr squishy, ey. Das ist schon wirklich sehr... Auch, dass du hier nicht viel weiter rauszoomen kannst. Also ich würde mir schon wünschen, dass man das ganze Interface kleiner machen kann. Ja, also hier Map. Ja, Map, bessere Zoom-Faktoren. Ja, so am besten Zoom. Mir hat ein Zettel von der Wand gefallen. Hat sich angehört wie eine Schnake. Tschu. Gut, also ich bewege mich zurück in die Burg und werde dann hier in der Burg nochmal rumdödeln. Wie ihr merkt, dauert es wirklich lange. Wir sind jetzt hier bei 28 Minuten, 23 Minuten. Und wir sind immer noch in der Base-Stadt und haben nichts an XP bekommen. Ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich auf der Insel wieder. Soweit sage ich erstmal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.